Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Aus der Community natürlich. Und wir haben hier links unten in Rot als Zerg gespawnt RandomBot. Und rechts oben in Blau gespawnt als Terraner Coolio. Das ist ja mal ein Name. Das Ganze gespielt zwischen Silber- und Goldliga. Einer der beiden Konkurrenten ist Silber, der andere Gold. Welcher ist, weiß ich leider gerade nicht mehr, aber macht ja nichts, denn beide scheinen ja ein ähnliches MMR zu haben. Deshalb nehmen wir mal an, dass es aus der Goldliga ist. Nehmen wir immer das Niveau des höheren Spielers hier an. Ja, Opening natürlich für beiden nicht sehr überraschend. Barracks genommen hier von Coolio. Edge First bei RandomBot. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich auch Gas und Pool nachziehen. Mal gespannt, ob er erst Gas oder erst den Pool nimmt. Das ist ja eine wichtige Entscheidung hier am Anfang als Zerg. Man kann natürlich auch Gasless spielen. Gefällt mir aber immer persönlich nicht so, denn man hat einfach weniger Chancen, den ersten Reaper schon zu erwischen. Dafür hat man halt eine bessere Saturierung an Drohnen, ne? Schneller. RandomBot entscheidet sich für Pool und dann Gas. Damit wird er ein bisschen später Speed haben, dafür früher die beiden Queens und auch früher so ein bisschen Defense halt einfach. Nur der erste Reaper wird halt ein bisschen schwerer abzufangen. Und Coolio schreibt, yo. Interessant. Passt zu seinem Namen. Barracks ist fertig. Jetzt wird der erste Reaper gebaut. Wird hier auch direkt zugewallt von Coolio. Das Orbital ist im Bau. Und eine zweite Barracks kommt dazu, bevor er hier expandiert. Also er scheint hier doch ein bisschen mehr Druck machen zu wollen, bevor er selbst seine Exa nimmt. Mal gespannt, wie sich das gleich auswirken wird. Overlords brauchen noch eine ganze Weile, bis sie das scouten können. Hatchery inzwischen fertig, der Pool jetzt auch. Jetzt können Double Queens gebaut werden, das wird auch direkt gemacht. Zwei Linge, um gleich ein bisschen verteidigen zu können. Vier Linge inzwischen. Der erste Reaper ist jetzt fertig. Command Center wird hier gebaut, schon auf dem Lowground. Ist ein bisschen gefährlich natürlich, falls hier Frühlinge gekommen wären. Aber die kommen nicht, das heißt, hier wird Coolio auf jeden Fall wegkommen damit. Und dieser Reaper ist ganz schön weit gesprungen gerade eben. Manchmal springen die ja irgendwie weiter als sonst. Sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall ist der Reaper gleich da. Scheint sich jetzt hier aufzumachen in die Main Base. Erstmal ist er an der dritten und bleibt hier stehen. Aktuell nicht kontrolliert. Je früher natürlich der Reaper ankommt, desto mehr Schaden kann er noch machen. Wobei eigentlich ein Reaper halt nicht dafür gedacht ist, Schaden zu machen. Er ist eigentlich dafür gedacht, um hier den Tech zu scouten, zu sehen, ob Speed auf dem Weg ist und so weiter und so fort. Und wie lange schon Gas gemeint wird und ob immer noch Gas gemeint wird. Coolio scoutet jetzt hier die Natural, sieht hier, da ist eine Drone, da sind ein paar Linge und es sieht fast so aus, oh, das war sehr, sehr knapp, 12 Hitpoints hat hier der Reaper noch, kommt aber weg und das ist sehr, sehr wichtig, denn man braucht diesen Reaper, um nachher nochmal reinzufahren, um zu sehen, ob hier vielleicht ein Painting Nest kommt, ein frühes, oder ob ein Roach Warren da steht, oder eben, ob keins von beiden kommt und vielleicht direkt die dritte genommen werden soll. Das ist schon was, was man sehr gut mit dem Reaper scouten kann und ich denke, darauf hofft hier Coolio auch gleich nochmal. Ein Ling ist hier gefällig nah an dem Reaper dran, aber ein Ling würde auch nicht ausreichen, um diesen Reaper zu töten. Jedenfalls, wenn hier Coolio das kontrollieren würde. Ich glaube, selbst wenn das nicht kontrolliert werden würde, würde das ausreichen. Das können wir uns jetzt anschauen. Dann gut kontrolliert wird hier nicht, aber da sehen wir, es reicht. Und der Reaper kann es ja wieder regenerieren. Speed inzwischen durch, haben wir gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Jetzt ist natürlich die Gefahr groß für den Reaper, dass er gefangen wird. Wir haben ja auch einiges an Lingen auf dem Feld, nämlich 9 Stück. Und weitere nochmal im Bau, 12 weitere. Also RandomBot scheint hier jetzt einen kleinen Push anfangen zu wollen. Das ist natürlich riskant. Coolio hat hier den Bunker. Allerdings ist der Bunker sehr, sehr weit weg von dem Orbital Command. Das ist ganz gut, wenn man es schafft, hier dann zuzuwallen. Aber solange er das nicht macht, können hier doch die Worker gleich nochmal angegriffen werden. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt gleich sehen werden. Auf jeden Fall sehen wir hier, wie gesagt, einiges an Linken. Wir sehen auch ein Banning Nest. Also scheint so, als würde RandomBot hier wirklich einen großen Push spielen wollen. Der Reaper scoutet das Ganze nicht, ist hier am Watchtower positioniert, weiß also eigentlich so ziemlich gar nichts. Selbst wenn hier jetzt die Armee rüberkommen würde, würde er das Ganze nicht sehen, wenn sie jedenfalls hier rüberlaufen würden. Okay, hier wird er es dann wahrscheinlich schon sehen, aber das dauert halt eine ganze Weile. Bis er, wenn er das hier sieht, dann ist eigentlich die Sache schon zu spät. Wir sehen hier aktuell das Depot nicht vorne gesetzt. Das ist sehr schade, das würde ihm viel bringen. Wir hätten natürlich ja auch einen Overlord. Haben wir eine Evolution Chamber? Nein. Also gedroppt werden könnte hier nicht. Das würde die Sache nochmal wesentlich stärker machen. Doppelgas hier an der Natural genommen, das halte ich für eine interessante Entscheidung. Möchte scheinbar auf Mutas als Follow-up gehen. Mofft jetzt hier die ersten Banninge. Interessanterweise defensiv und nicht vorne. Das heißt, bis diese Banninge über die Map gelaufen sind, das dauert natürlich ewig, denn ohne Banning Speed sind Banninge extrem langsam.
Vielleicht möchte ich auch einfach nur defensiv haben, aber dann würde mir das nicht so gefallen. Denn er ist in den Workern immer noch hinten, hat keine dritte Basis. Also wenn er sich wirklich aufs Makro-Game konzentrieren will, dann baut er viel zu viele Einheiten. Und genau das möchte hier Randombot natürlich auch nicht. Der macht es jetzt auf dem Weg nach vorne. Hätte mir dann besser gefallen, wie gesagt, wenn er die Baninge vorne gemorpht hätte. Aber naja, werden wir gleich sehen, wie erfolgreich das trotzdem ist. Oh, jetzt machen sich hier einige auf dem Weg über diese Ramp und einige über die. Schauen mal, sieht das der Reaper? Der Reaper fährt in diesem Moment los. Das ist ein perfektes Timing quasi für Randombot. Denn wenn er nicht losgefahren wäre, dann hätte hier Coolio die Worker, die Linge gesehen. Allerdings sieht jetzt hier Coolio, dass hier keine dritte steht. Kann natürlich annehmen, dass hier vielleicht dann eine steht. Also eigentlich nimmt man schon an, dass zu diesem Zeitpunkt eine dritte da ist. Ist aber nicht. Und wie gesagt, das deutet halt auf diesen riesen All-In hin, von dem leider Coolio nicht so viel weiß. Dem ist noch nicht durch. Ein Bunker steht hier. Wir haben keinen defensiven Panzer. Zwei Widowmines. Wenn die sich eingraben würden, das wäre nochmal was, was viel ausmachen könnte im Fight. Inzwischen ist das Army Supply fast ausgeglichen. Aber diese Baninge, die können halt hier schnell den Bunker rausnehmen. Die Frage ist, reicht es dann noch, um hier die restlichen Einheiten zu anzugreifen. Wir sehen, inzwischen hat hier Randombot die Transition auf Drohnen wieder gemacht. Nimmt hier weiter Gas. Leertech ist durch, könnte jetzt also gleich auf Mutas gehen, den Spire setzen. Jetzt geht es allerdings hier erstmal drauf, mal schauen, ob er hier das Spiel schon beenden kann. Der Terraner reagiert überhaupt nicht. Die Baninger haben wunderbar connected in die Bio-Armee, weil Coolio einfach nicht damit gerechnet hat, hier scheinbar, dass direkt ein Angriff kommt. Jetzt greifen die Dinge hier die das Orbital Command an und das wird nicht geliftet. Großer Fehler hier von Coolio. Man kann natürlich einfach das Ganze liften und dann überlebt das auf jeden Fall. Dritte Basis wird übrigens gerade genommen. Das ist nicht so das Allerbeste. Viele, viele Worker fallen. Widowmine allerdings hier, die connected ganz gut, nimmt ordentlich was an Lingen raus. Die zweite Widowmine nicht ganz so toll. Depots sind beide unten, das heißt, die Linge können weiter drauf zurennen. Boah, wie viel Schaden hier die Linge einfach machen. Wir sehen inzwischen 10 getötete Arbeiter, das ist gar nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet hatte. Aber insgesamt hier schon ordentlicher Schaden, den hier Coolio hinnehmen musste. Ja, und jetzt soll hier ein neues Command Center direkt gebaut werden. Hat hier den Mule an der Natural geholt? Das ist eine interessante Entscheidung, dass vielleicht ein bisschen warten sollen und das dann an der dritten machen sollen. Denn die ist fast fertig. Dritte gleich fast dann fertig, wenn dieses Command Center dann auch da ist. Während hier Randombot halt selber auch nicht so weit vorne ist, was die Worker angeht. 43 zu 33, wenn da Triple Mule dabei ist, dann ist es gar nicht so eine schlechte Position hier für den Terraner. Und der Terraner hätte, wie gesagt, noch ein bisschen besser traden können, wenn einfach ein bisschen früher reagiert worden wäre. Coolio hat halt sehr, sehr viel gegen Slowbaninger verloren, Off-Creep. Gegen Slowbaninger, Off-Creep muss man eigentlich gar nichts verlieren. Da kann man splitten und dann funktioniert das Ganze. Randombot wieder mit weiteren Einheiten unterwegs. Linge und Roaches. Baning Speed in Erforschung, Roach Speed in Erforschung. Aber bevor er hier, vorher will er scheinbar nochmal angreifen. Sollte jetzt weitere Baninge morphen. Ja, und Coolio, der hat nicht so viel. Ist allerdings tatsächlich im Workers, im Army Supply aktuell vorne. Frage ist, wie viel Schaden können jetzt das nächste Mal die Baninge machen? Widowmines können natürlich auch hier sehr, sehr gut auf Linge connecten. Aber halt auch sehr, sehr schlecht. Das ist immer so eine Frage des Glücks. Und das ist natürlich was, was man eigentlich vermeiden möchte. Es scheint aber so, als würde sich Randombot jetzt erstmal hier zurückziehen. Könnte natürlich hier versuchen, die Rocks rauszunehmen und dann nochmal von einem anderen Winkel angreifen, wo hier kein Bunker steht. Die Medivacs sind allerdings inzwischen auch hier ganz gut dabei und heilen gegen. Stim ist durch. Und damit wird dieser Push natürlich deutlich schwächer hier von Randombot, denn gestimmte Einheiten, die sind wesentlich schwerer anzugreifen, vor allen Dingen, wenn man auf Creep unterwegs ist. Gleich allerdings Banning Speed durch, wenn das der Fall ist, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Aber auch dann kann man natürlich mit gestimmten Einheiten noch ganz gut vorankommen. Inzwischen 48 Worker zu 37. Im Inka macht sich das aktuell stark bemerkbar. 2000 zu 1500. Wir haben auch noch keine Orbitals hier. Das ist ein großer Fehler. Diese Orbitals, 3 Mules, würden extrem viel ausmachen bei diesem Inka. Die Widowmines connecten relativ gut hier. 15 Kills und 5 Kills. Das ist schon nicht so wenig. Allerdings jetzt Baning Speed durch in Resources Lost. Tabs sind beide gleich auf. Coolio hat hier ein bisschen Angst, weit vorzurennen. Die Baninger versuchen jetzt hier drauf zu gehen. Concussive Shell ist allerdings auch schon durch und damit hier nicht mehr viel los bei den Baningen. Widowmine hat jetzt den eigenen Bunker mitgesprengt. Allerdings auch keine weiteren Baninger mehr da. Allerdings jetzt Roaches. Mal schauen, ob die noch was machen können. Double Bunker steht allerdings hier defensiv. In diesen sollte er sich zurückziehen, denn die Einheiten hier schon quasi klinisch tot. Roaches machen hier gut Schaden. Die Frage ist, reicht das hier aus für Randombot? Ich denke, unterm Strich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Roaches sind natürlich auch sehr, sehr anfällig hier gegen die Marauder, die jedoch in großer Anzahl hier vorhanden sind. Zwei weitere Marauder hier im Bau bei Coolio auf einmal.
Sollte denn jetzt hier auch stark im Marines investieren. Wir sehen ziemlich viele Ressourcen bei ihm. Er kommt hier nicht hinterher mit dem Makro parallel. Und Randombot dagegen, der hat sich hier die Transition vorbereitet. Hat leider immer noch nicht so viele Worker. Hätte einfach mal zwischendurch so 8 Worker nochmal bauen sollen hier für seine dritte. Hat allerdings, was hier den Tech angeht, eine gute Entscheidung getroffen, denn der Spire ist durch. Plus an sein Tech-Upgrade kann jetzt gleich Mutas bauen. Und dadurch, dass die Armee hier ja sehr, sehr stark auf Marauder basiert von Coolio, was natürlich bei diesen vielen, vielen Roaches, die unterwegs sind, auch nicht verwunderlich ist, sondern eine ganz gute Entscheidung ist. Aber das führt halt dazu, dass dieser Tech-Switch sehr, sehr viel Schaden machen kann. Denn gegen Mutas haben wir bei Coolio nichts. Wir haben kaum Marines, wir haben keine Turrets und wir haben leider auch immer noch keine Orbital Commands. Das ist natürlich gegen Mutas-Abwehr relativ egal, aber diese Orbitals, die hätten viel, viel ausgemacht. Coolio hat inzwischen auch es geschafft, sein Geld auszugeben, baut hier übrigens weitere Production. Randombot allerdings mit der größeren Armee 86 zu 93 Supply, hat auch Upgrades 1-1 für die Roaches und die Ravager. Das ist ein großer Vorteil, den er hier im Game auch hat. Und wir sehen 11 Mutas im Bauer, das ist schon ziemlich viel. Jetzt geht sie drauf auf die Widowmines mit den Biles, hat eine getroffen oder eine rausgenommen, eine andere getroffen. Dennoch sehr, sehr viele Widowmines unterwegs. Widowmines können natürlich auch gegen Mutas gleich Schaden machen, aber ich denke, die Chance dazu, die ist doch eher gering. Diese 13 Mutas, denke ich, werden jetzt das Spiel gleich beenden, denn ja, wirklich viel hat hier Coolio nicht dagegen. Erster Tank steht jetzt also gegen diese Roach-Armee, da hat hier Coolio genau die richtige Entscheidung getroffen, hat allerdings gegen diesen Tank-Switch aktuell nichts. Und ja, wie gesagt, das wird das Spiel jetzt beenden. Die Mutas sammeln sich hier vorne und werden gleich einmal geschlossen angreifen. Eine Planetary haben wir sogar und hier stehen sogar zwei Mr. Turrets. Allerdings könnten hier die Mutas einfach außen rumfliegen und dann hier nochmal rein und dann können sie die ganze Eco rausnehmen. Denn diese Turrets stehen nicht gerade perfekt platziert. Wir haben in der Main überhaupt keine Absicherung in Form von Turrets und an der Natural auch nicht. Also nur diese dritte ist gesichert aktuell. Erster Liberator jetzt da. Der kann natürlich hier sich in den defensiven Mode begeben. Die Roaches müssen sich hier zurückziehen, die werden hier ganz gut von der Bio-Armee angegriffen. Da nimmt hier Randombot auch gerade viel Schaden, kann sich nicht so ganz entscheiden, ob er jetzt angreifen soll oder sich zurückziehen soll. Ist gerade viel mit Move-Command durch die Gegend gelaufen, allerdings reicht es hier schon fast aus mit den Biles, um die ganze Bio-Armee nochmal rauszunehmen. Es steht nur noch ein Tank und der Liberator. Der Liberator schießt nochmal gut drauf, hat jetzt hier nochmal zwei Ravager bekommen, das darf eigentlich nicht passieren. Währenddessen sind allerdings die Mutas hier dabei, haben die beiden Turrets schon abgenommen, Worker sterben ohne Ende und wir haben jetzt hier kaum noch Einheiten. Die Widowmines, die connecten nochmal gut rein in die Roaches, der Tank schießt auch nochmal gut drauf. Die Roach-Armee jetzt hier quasi tot, aber die Mutas, die machen hier ordentlich Schaden, nehmen die dritte raus, hätte hier nochmal alle Medivacs abgreifen können, das macht er jetzt auch sehr gut, das wird nochmal ordentlich Value, den er hier gerade rauszieht, ja. Und gegen diese Mutas ist einfach nichts vorhanden, das sieht Coolio jetzt auch ein und schreibt GG. Schöner Tech-Switch, den hier Randombot gezeigt hat. Was mir ein bisschen besser gefallen würde, wäre noch, wenn er hier es schaffen würde, zwischendurch mehr Worker zu bauen. Denn er spielt doch einen sehr, sehr starken All-In-Style. Hat sich ja in meinen Kommentaren auch schon über die 10-Minuten-Begrenzung beschwert. Denn seine Spiele dauern oft nicht 10 Minuten. Ja, warum das so ist, sieht man ja hier auch deutlich. Das ist einfach ein All-In-Build oder einen Timing-Push. Mir würde es auch mal ganz gut gefallen, von hier ein Makro-Game zu sehen, wirklich. Dann die Ansätze dafür sind ja auf jeden Fall da. Auf den Chat gehe ich jetzt hier mal nicht so wirklich ein. Die Ansätze sind dafür ja da, sehr gute Tech-Switches. Aber wenn ein paar mehr Mutas, wenn ein paar mehr Worker da wären, dann würde mir das Ganze doch immer ein bisschen besser gefallen. Dann würden wir auch vielleicht nochmal ein tolles Army-Movement sehen. So hat er hier einfach es geschafft, mit konstantem Pressure den Terraner so weit aus dem Konzept zu bringen, dass dieser nicht mehr gewinnen konnte. Wenn der Samuta-Switch bekannt gewesen wäre, also wenn hier Coolius irgendwie geschafft hätte, das zu scouten, vielleicht mit einem Scan oder ja, indem er einfach so ein bisschen das Gespür dafür hat, denn sowas ist extrem wichtig in StarCraft, dass du irgendwie so ein Gespür für diese Situation, für die Tech-Switches bekommst. Denn so ein bisschen kann man das immer riechen, wenn man merkt, dass plötzlich keine Einheiten mehr dazukommen. Und das war eine ganze Zeit so bei den Roaches. Das war ein gleichbleibender Count, der da vorne unterwegs war und den hat Coolio öfter gesehen. Dann muss man sich denken, irgendwas muss doch der Zerg mit seinen Ressourcen gerade machen. Und ja, wenn man als Terraner dann so eine Armee hat, die überhaupt nicht in die Luft schießen kann, dann kann man damit rechnen, dass durchaus Mutas kommen könnten. Es hätte allerdings natürlich auch ein Tech-Switch sein können, Intro Ultras oder so, alles möglich, aber dass irgendein Tech-Switch kommt, das hätte man riechen können. Ist natürlich sehr, sehr schwer und kann man nur mit viel Erfahrung, aber
Das nur so nebenbei. Ja, ich würde sagen, das war's für heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.